Wie wir alle wissen, wird an der Börse die Zukunft gehandelt und besonders für Langfristinvestoren bietet sich im Moment bei einer Aktie eine günstige Gelegenheit zuzuschlagen, denn es stehen Ereignisse bevor, die den Wert beflügeln werden, um welches Unternehmen es da geht und wie es im direkten Vergleich zu seinen Konkurrenten abschneidet, das erfährst du hier in diesem Video. Hallo und herzlich willkommen zu Depot Diary. Bevor es losgeht, kurz die Anmerkung, dass meine Videos keine Anlageberatung sind, sondern lediglich der Information dienen. Ich empfehle hier keine Aktien zum Kauf oder Verkauf. Ja, der frühe Vogel fängt den Wurm, lautet ein bekanntes Sprichwort und ich glaube, dass nicht nur die zukünftigen Ereignisse, sondern auch die aktuellen Unternehmenswerte jetzt einen Einstieg lohnenswert machen. Die Rede ist von Nike und 2026 findet im Heimatland des Konzerns, den USA, die Fußball-Weltmeisterschaft statt. Die Vereinigten Staaten richten diese zusammen mit Kanada und Mexiko aus. Nur stellt sich jetzt die Frage, wann wäre denn bei Nike der richtige Zeitpunkt einzusteigen, um von dem größten Sportereignis der Welt, bei dem Nike aller Voraussicht nach der Sportartikelhersteller sein wird, der mit großem Abstand die meisten Teams der WM ausstatten wird. Und da kann uns ein Blick in die Vergangenheit helfen, denn dem einen oder anderen scheint das jetzt vielleicht noch etwas verfrüht vorzukommen, aber die Geschichte zeigt, dass wenn das Ereignis erstmal in aller Munde ist, es zu spät sein könnte, um davon zu profitieren, weil ja die Börse mit ihren Erwartungen Ereignisse einpreist, die noch gar nicht eingetroffen sind. Kurz zur Erinnerung, bei der letzten WM hat Nike 14 der 32 teilnehmenden Länder ausgestattet und damit mehr als doppelt so viele wie der nächste Konkurrent. Die beiden Unternehmen Puma und Adidas haben jeweils 6 Nationalmannschaften ausgerüstet. Und es kommt noch ein ganz wichtiger Aspekt bei der kommenden WM hinzu. Erstmals werden nicht nur 32, sondern 44 Länder teilnehmen. Es gibt also einige neue Nationalmannschaften, die bei der WM sicher auch von Nike ausgerüstet werden. Länder mit vielen Fans, die dem Turnier entgegenfiebern und ihr Team unterstützen werden. Dann sicher auch mit Trikots und anderen Artikeln ihrer Nationalmannschaft. 12 Länder mehr, von denen einige noch nie oder zumindest seit langer Zeit nicht mehr an einer WM teilgenommen haben. Diese Fans werden besonders sehnsüchtig das Sportereignis erwarten und da wird sicher das eine oder andere Trikot über die Ladentheke gehen. Und wir können hier mal schauen, wie sich die Nike-Aktie im Vorfeld vergangener WMs entwickelt hat. Ich habe einmal die Performance der Aktie jeweils im Zeitraum von 3 Jahren vor der WM recherchiert. Und da sehen wir, dass in den Zeiträumen vor fast allen WMs wirklich ordentliche Renditen erzielt wurden. Hier im Vorfeld der WM 1990 satte 363% in den 3 Jahren. Einzig vor der WM 2002 gab es in dem Zeitraum eine negative Entwicklung von minus 1,7%. Hier muss man allerdings auch sagen, dass dieser Zeitraum exakt in das Platzen der Dotcom-Blase damals gefallen ist. Insofern finde ich da die minus 1,7% sogar noch durchaus positiv. Und selbst die beiden 16% Werte hier vor der WM 2010 und 2022 finde ich noch durchaus respektabel. Und ganz interessant, die beiden besten Entwicklungen gab es vor den WMs 90 und 2014. Ja, beides. In beiden Fällen wurde ja Deutschland Weltmeister und in beiden Fällen auch gegen Argentinien, sodass also bei beiden Weltmeisterschaften nicht mal ein Nike-Trikot im Finale dabei war. Und trotzdem konnten sich die Aktien von Nike hier so gut entwickeln. Hier bei der WM 1998 in Frankreich gab es im Vorfeld ebenfalls noch eine dreistellige Kursentwicklung mit 145% in dem Zeitraum. Also man kann hier wirklich sagen, dass sich die Aktie vor diesem Sportereignis fast immer sehr positiv entwickelt hat. Und hier bei den Werten sind ja dann die Dividendenausschüttungen noch gar nicht mit einberechnet. Und dementsprechend hätte es sogar vor der WM 2002 noch eine positive Rendite gegeben. Das muss man dann auch noch mit berücksichtigen, finde ich. Ich selbst bin ja auch schon bei Nike investiert und fiebere dementsprechend nicht nur dem Turnier entgegen, sondern auch der Kursentwicklung in den kommenden Jahren. Und spätestens im nächsten Jahr gehen ja dann auch weltweit die Qualifikationen los für das Turnier in den USA, sodass spätestens da dann auch wirklich die Aufmerksamkeit komplett auf dieses Turnier gelenkt wird. Ja, und wenn wir hier mal Nike mit einer Auswahl seiner Konkurrenten vergleichen, ich habe hier bewusst noch ein paar andere Bekleidungsunternehmen dazugenommen, weil ja nicht nur Adidas, Puma und Co. versuchen, Nike-Marktanteile streitig zu machen. Von Adidas über H&M, On Holding, Puma, Ralph Lauren, Skechers und so weiter und so weiter. Und wenn es um Marktkapitalisierung geht, da ist Nike hier natürlich der Platzhirsch mit großem, großem Abstand vor Adidas auf Platz 2. Ähnlich sieht es da beim Umsatz aus. Die erste signifikante Änderung sehen wir hier, wenn wir uns mal das Umsatzwachstum anschauen im Vergleich zum Vorjahr. Da ist hier On Holding ganz vorne mit fast 67%. Auch Crocs konnte stark wachsen. Und Nike sehen wir hier in diesem Vergleich zumindest ziemlich abgeschlagen.
aber immer noch mit einem Wachstum von fast 10%. Und auf die etwas längere Sicht über 5 Jahre, was das Umsatzwachstum angeht, da kann sich Nike dann wieder ein bisschen nach oben arbeiten mit durchschnittlich 7,1% pro Jahr. Und darüber wird es dann schon zweistellig mit 11,2% bei Skechers, Puma mit gut 14%, ebenso wie Deckers. Und Spitzenreiter ist hier Crocs mit fast 28% Umsatzwachstum. Bei der Dividendenrendite haben wir hier aktuell die VF Corp ganz oben. Zu VF Corp gehören ja unter anderem so Marken wie Vans, North Face und Timberland. H&M und Levi Strauss auch noch mit Dividendenrenditen von jenseits der 3%. Ralph Lauren hier mit 2,4% und Nike ist da doch eher bescheiden, aktuell mit 1,2%. Und sollten die Unternehmen ihre Dividenden jeweils so erhöhen, wie sie das auch in den letzten 5 Jahren gemacht haben, dann würde man in 5 Jahren eigentlich bei den allermeisten Unternehmen auf eine noch ähnliche Dividendenrendite kommen. Hier bei Nike würden dann aus den 1,2% 2,1% werden. Aber ansonsten sehen wir hier, dass die Dividendensteigerung in der Vergangenheit sich nicht sonderlich dynamisch entwickelt haben und dementsprechend kann man da nicht allzu viel an zusätzlichen Dividendeneinnahmen über die nächsten Jahre erwarten. Was die Ausschüttungsquote angeht, sehen wir, dass hier mal zwei Unternehmen so richtig von der Substanz leben, was die Ausschüttung angeht. VF Corp hat hier zuletzt 584% der Gewinne ausgeschüttet. Bei H&M sieht es nicht viel besser aus. Da wurde das Dreifache des Gewinns an die Aktionäre ausgeschüttet. Und ab Levi Strauss wird es dann hier so, wie man sich das eigentlich dann auch wünscht, dass eben nur ein Teil der Gewinne ausgeschüttet wird. Hier aktuell mit 44% und Nike mit 41% der Gewinne, die als Dividende ausgeschüttet wurde. Und wenn wir hier das Ranking mal umdrehen, dann sehen wir, dass Unternehmen wie Under Armour, On, Skechers und auch Crocs keine Dividende ausschütten. Und wenn wir uns die Ausschüttungsquote über 10 Jahre anschauen, dann sehen wir, dass bei H&M es dem Unternehmen zumindest gelingt, auch mal nur einen Teil der Gewinne auszuschütten. Aber mit einem Durchschnittswert von 98% über 10 Jahre ist man hier trotzdem noch alles andere als gut aufgestellt. VF Corp dann mit 89% und bei Hugo Boss haben wir dann mit 78% Ausschüttungsquote durchschnittlich pro Jahr in den letzten 10 Jahren den ersten Wert, der hier einen Wert vorweist, der als Aktionär noch zu akzeptieren ist. Und alles darunter ist doch dann schon sehr moderat. Und bei Nike haben wir hier 31% als historischen Wert. Und wo wir gerade bei Gewinnen sind, können wir uns mal die Nettomargen anschauen. Da gibt es hier 3 Unternehmen im zweistelligen Bereich mit Crocs, Gildan und Deckers. Und Nike hier mit 9,9% hat es zumindest mal an einen zweistelligen Wert gekratzt. Im historischen Vergleich sehen wir hier aber schon, dass das dem Unternehmen aber durchaus gelingt mit 10,5%. Und auch hier können wir das Ranking ja mal umdrehen. Dann sehen wir, dass von den Umsätzen als Gewinn nicht viel übrig geblieben ist, zuletzt bei Adidas mit nur 0,4%. Allerdings sieht das hier, wenn wir in die Historie gehen, dann doch schon etwas besser aus. Da ist es dem Unternehmen in den letzten 10 Jahren gelungen, durchschnittlich eine Nettomarge von 5,34% zu erzielen. Wobei das hier der Medianwert ist und nicht der klassische Durchschnitt. Und dann werfen wir mal einen Blick auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis. Das ist hier aktuell bei Adidas am höchsten mit satten 314. Aber hier bei einem Blick auf das historische KGV sehen wir, dass Adidas hier mit knapp 30 bewertet ist. Und sollte der Konzern wieder in die Erfolgsspur kommen, wird sich das KGV dann auch wieder im zweistelligen Bereich einpendeln. On Holding ist hier auch noch mit einem dreistelligen KGV aktuell mit 122. H&M auch noch sehr hoch mit 83, ebenso wie VF mit 62. Und dann kommt auch schon Nike mit 33,7. Und wenn wir hier mal das Ranking umdrehen, dann sehen wir, dass Under Armour vermeintlich am günstigsten bewertet ist mit einem einstelligen KGV als einziges Unternehmen hier in dieser Auswahl. Crocs hier auch noch mit einem KGV von 12 günstig gesehen, besonders wenn man die starken Wachstumszahlen hier mal betrachtet, die wir gerade gesehen haben, was Umsatzwachstum und auch Nettomarge angeht. Hängt aber auch damit zusammen, dass man finanziell nicht ganz so gut aufgestellt ist wie manch anderer Konkurrent. Unter anderem dann zum Beispiel Nike, die dann, wie wir gleich sehen, bei den Verschuldungskennzahlen doch einen deutlich besseren Wert aufweisen. Levi Strauss hier auch noch mit einem 12er KGV. Ja, und wenn wir hier mal auf die Historie schauen, dann sehen wir, dass hier bei On Holding wir den Wert vernachlässigen können, weil das Unternehmen noch nicht so lange gelistet ist. Under Armour hat hier einen Wert von 60. Da sehen hier die 9,37 also vermeintlich günstig aus aktuell.
Puma wird hier aktuell auch günstiger bewertet als im historischen Durchschnitt. Bei Nike ist es so, dass es aktuell ein bisschen teurer ist als historisch gesehen. Und Adidas, wie gesagt, hatte zuletzt ein besonders schlechtes Ergebnis zu vermelden, was das KGV so nach oben getrieben hat. Was die Eigenkapitalrendite angeht, ist hier wieder Crocs ganz oben vor Nikes und Deckers. Und in dem Bereich sieht es nicht so gut aus, wenn wir das hier mal umdrehen, bei Adidas und VF Corp. Und auch im 10-jährigen Durchschnitt haben wir hier Nike ganz oben mit 32%, knapp hinter Levi Strauss, das bei der Eigenkapitalrendite im Schnitt der letzten 10 Jahre pro Jahr auf einen noch etwas besseren Wert kommt. Ja, und wenn wir uns hier mal die Interest Coverage anschauen, also die Fähigkeit eines Unternehmens, seine Zinszahlungen auf Schulden zu bedienen. Die Zahl gibt also an, wie gut ein Unternehmen in der Lage ist, seine Zinsverpflichtungen aus seinen operativen Gewinnen zu decken. Und je höher diese Kennzahl ist, desto besser. Da haben wir hier Nike mit einem sehr hohen Wert, ebenso wie Deckers und Steven Madden. Nicht so gut sieht es da aus bei Adidas, H&M und auch Crocs und VF Corp. Gut, Adidas hatte zuletzt nicht viel Gewinn zu vermelden. Dementsprechend ist die Kennzahl hier auch relativ niedrig, aber wenn wir uns mal den Durchschnittswert der letzten 10 Jahre anschauen, dann ist der hier schon deutlich höher. Ähnlich sieht es ja bei Crocs aus. Da war der Wert in der Vergangenheit auch höher als aktuell. Vielleicht hat man da neue Schulden in die Hand genommen, um schneller wachsen zu können. Hugo Boss ist dann hier der erste Wert, der zweistellig ist in dieser Kategorie. Und wenn wir hier mal schauen, wie gut sich die Unternehmen entwickelt haben, was die Kursentwicklung angeht, inklusive der Dividendenzahlung, sofern denn die Unternehmen Dividenden ausschütten, dann haben wir hier Crocs ganz vorne mit durchschnittlich 47% pro Jahr in den letzten 5 Jahren an Kursgewinn, was ja schon ein sehr starker Wert ist. Aber auch Deckers kann sich hier noch sehen lassen und Asics und Skechers sind die letzten beiden Unternehmen im zweistelligen Bereich, bevor es dann mit H&M einstellig wird, das 9,3% pro Jahr zulegen konnte beim Kurs und Nike immerhin noch mit 8,3%. Ja, und wenn man bei VF oder Under Armour investiert war, ging es leider in die falsche Richtung. Bei VF hat sich der Wert pro Jahr um über 20% verringert, auf die letzten 5 Jahre gesehen. Und wenn wir es hier mal auf 10 Jahre uns anschauen, dann ist auch hier Crocs noch ganz vorne mit dabei, zusammen mit Deckers, wo es bei beiden Werten über 20% Kursgewinn gab. Ebenfalls noch zweistellig hier Skechers, Nike mit 14%, Asics und Columbia Sportswear mit jeweils 10% Kursentwicklung pro Jahr in den vergangenen 10 Jahren. Ja, und wenn wir hier mal ans untere Ende des Rankings schauen, dann sehen wir, dass mit Under Armour und VF Corp auch über 10 Jahre nichts zu gewinnen war. -6,25 bzw. -5,66% negative Entwicklung pro Jahr in den letzten 10 Jahren. Ja, soweit der Vergleich hier dieser Auswahl an Board- und Bekleidungsartikelherstellern. Ich finde die Entwicklung von On Holding schon ziemlich bemerkenswert. Auch wenn man sich mal auf der Straße umschaut, trifft man ja doch immer mehr Leute, die Schuhe von On tragen. Für mich auch überraschend, dass Crocs noch so stark wächst, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich persönlich habe übrigens Nike im Depot und habe auch nicht vor, davon etwas zu veräußern. Bin ja ein sehr langfristiger Investor, der auf Dividendenwachstumstitel setzt. Und da gehört Nike für mich zumindest auch noch dazu, wenn auch auf niedrigem Niveau. Wenn dir das Video gefallen hat, lass mir gerne einen Daumen nach oben da. Und falls noch nicht geschehen, dann abonnier doch Depot Diary, dann kann mein Kanal weiter wachsen und du verpasst zukünftig kein Video mehr. Das war's soweit von mir. Ich wünsche euch viel Erfolg beim Investieren und bis bald.